Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Die Tatooine-Kolonie. Hier herrscht zwar Chaos, aber es ist die Tatooine-Kolonie. So, und jetzt hätte ich gerne das hier schnell fertig. Und das machen wir jetzt auch, glaube ich, auf 7, ne? Das hier will ich jetzt komplett auf 7 haben. Die haben ja Schutzanzüge. Das sollte ja jetzt zügig vonstatten gehen, oder? Hier bitte noch eine Leiter hin. Damit es ein bisschen schneller geht. Dann bauen wir vielleicht auch mal ein paar Rutschstangen. Oder wie wären das? So, Rutschstange, was haben wir hier? Kobalterz. Ja, das sollte so gehen, ne? So. Ist ganz nach unten. Prima. Dann kann ich hier noch eine Rutschstange hinbauen. Kann ich. Dann wird hier auch eine Rutschstange hinkommen. Vielleicht aber sogar von hier oben. Hallo? So. Sonst sind die Arbeitswege einfach viel zu lang. Kann man ganz bis unten hinbauen, ne? Sollte ja kein Problem sein. Da noch eine hin und dann hier noch. So, noch irgendwo. Ja, hier oben könnte man noch eine hinbauen. So, dann ja, hier so, ne? Genau. Die könnte man aber eigentlich schon mal nach oben verlängern, soweit wie es geht. Genau. So, dann könnt ihr jetzt das mal bauen. Und den Wasserstoff. Ja gut. Ja. Was? Kein Filter ausgewählt. Okay, nicht abendbares Gas, Wasserstoff, ne? Wo ist er? Da. Wasserstoff. Oh, jetzt pumpt der hier Wasserstoff runter. Der geht dann. Warte. So rüber. Dahin. Und. Ja. Geht hier rein. Aber ich weiß nicht, ob er dann weitergeht hier nach unten zu dem Ding, ne? Werden wir ja gleich sehen. Oh, geht da rein. Kommt da raus. Ja. Ui. Hatten die schon so viel Wasserstoff verbraucht? Ui. Jetzt. Die verbrauchen also den Wasserstoff. Das finde ich jetzt nicht so gut. So. Nee. Gasleitung. Also. Hier. Wasserstoff. Entleeren. Komm. Das entleeren wir alles. Wasserstoff entleeren. So. Wasserstoff entleeren. Kann hier alles entleert werden. Zieht ja da nach oben. So. Dann ist er da aus den Füßen. Jetzt gast der nach oben aus, kommt da hin. Gut, jetzt haben wir hier aber auch Wasserstoff drin. Das ist doof. Was kann ich mit dem machen? Durchstöbern? Komme ich aber gar nicht hin. Da komme ich nicht hin. Nee. Dann bauen wir da eine Leiter ein. Und zwar. Reicht das so schon?
ist ja egal. Dann tun wir den mal durchstöbern. Vielleicht ist da ja was Schönes drin. So, wie sieht es jetzt aus mit dem Wasserstoff? Geht der jetzt? Nein, wir haben keinen Wasserstoff mehr zur Verfügung. ich habe das hier eingetragen, aber wir kommen da ja gar nicht hin, oder? So, dann würde ich das mal so machen, aber dann kommen wir da auch nicht hin. So vielleicht? Dann da drüber? Kein Plan. Geht das so? Ich habe einen Plan. So, dann kann er von da darauf hüpfen, kann dann hier wieder runter, aber dann kann er hier nicht weiterbauen. Okay. Bedeutet, der muss stehen bleiben. Ja, genau. Okidoki. So. Und die sind, weil sie kein Wasser bekommen, ne? Und die brauchen verschmutztes Wasser. Okay. Also verschmutztes Wasser ist ja hier. Und würde dann aber wahrscheinlich... So, wie sieht's denn jetzt eigentlich hier aus? Ist das fertig gebaut? Das war jetzt ehrlich gesagt eine dumme Idee. Das kann ich so nicht lassen. Ich kann ja nicht mein gutes Wasser hier so da reinlaufen lassen. Das geht ja gar nicht, ne? So, dann können wir das nämlich nochmal alles zerlegen. Da oben ist nämlich jetzt Wasser drinne. So. Genau. So, ist, hier, ist der jetzt befüllt? Ja, eigentlich schon, ne? Sand. Da kommt Sand rein. So, wurde diese schon benutzt? Ich weiß es nicht. So, nochmal. Das dreckige Wasser kommt hier. Also das kommt hier raus, geht hier rüber, geht hier rum. Vielleicht hätte ich das dreckige Wasser hier nehmen sollen. Also hier so abgehen und dann hier so einen Überlauf hin machen. Wenn es sich hier staut, ist jetzt egal. So. Läuft das jetzt leer? Ja, es läuft leer. Sehr schön. Gut. Gut, 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 gut. Strom. Das ist hier immer noch überlastet. Mann. Ja. Und wie viel? Ja, nur ab und zu überlastet, aber trotzdem, da müssten wir noch mal was dagegen unternehmen. Die muss ich jetzt höher stellen, das ist alles gar kein Zwieback. Stelle ich die ruhig mal auf 7. So. Ach. Acker. 7. Einstellungen übertragen. So. Was geht denn hier ab? Nee, das ist nicht richtig. Hier muss ein Ziegel hin, sonst können die ja da hochhüpfen und hier an der Kontrollstelle vorbeigehen. Da, genau das habe ich nämlich gemeint. Der ist jetzt da schon am Hochhüpfen gewesen. Nicht gut. So. Baut das jetzt jemand mal? Aha. Okay. So, ich habe jetzt hier einfangen alles über 9 Tiere. Sollte doch so passen, oder nicht? So, prima. So, jetzt haben wir da einen Krupp-Krupp. Da haben wir einen Krupp-Krupp. Schauen wir mal, ob die da unten auch was helfen. Hier oben machen die ja schöne Wühlfruchtpflanzen, ne?
Ja. Essen haben wir. Unser dreckiges Wasser wird weniger. Das ist aber jetzt nicht schön. Aber hier unten haben wir ja noch dreckiges Wasser. Vielleicht sollten wir hier auch eine Handpumpe einbauen. Und die... Ja. Ist jetzt schwierig, ne? Aber hier kommt doch immer noch verschmutztes Wasser raus, oder? Zu Erde und verschmutztes Wasser, ja. So ein bisschen was kommt hier immer raus. Ja, wir werden das mal beobachten. Wo haben wir denn noch verschmutztes Wasser? Hier, so ein bisschen, ne? Da wird auch nichts gemacht. Aber es gibt ja noch genug Aufträge hier, ne? Wenn ich mir das so angucke. Ja. Und ständig ist was kaputt. Ach, das ist Sand. Deshalb bricht das hier immer zusammen. Ja, okay. Dann machen wir das anders. Machen wir das so. Dann sollte das auf jeden Fall klappen. Hoffe ich doch. Dann brauchen wir das nämlich auch nicht. Und den Sandstein auch nicht. So. Rutschstangen werden gebaut. Sehr schön. Der bitte schnell bauen. So. Sollten unsere Tierchen auch wieder überleben. Ja, genau. So, da muss noch schon wieder gewischt werden. Ja, ist klar, das kommt von dem Eisbiom. Ne? Das wärmt sich jetzt halt ein bisschen auf und dann... Ja, geht die ganze Seuche da weg. So. Okay, gut. Die Toiletten sind am Start. Die sollten doch jetzt funktionieren. So, Wasser ist drinne. Dreckiges Wasser. Kommt hier so, müsste... Eigentlich müsste hier... Ja. Was ist denn? Isoliertes Rohr? Rohr. Aha. Okay. Nochmal. Dreckiges Wasser hier drin. Kommt hier raus. Und wird zu sauberem Wasser, geht dann hoch darin. Oder nicht? Muss ich jetzt mal beobachten. Achtung, er war auf Toilette. Jetzt gucken wir uns das an. Das geht hier rüber. Geht durch den Filter. Aha. Geht hier rum und kommt, ich glaube, hier raus, ne? Aha. Ja, da werden wir über kurz oder lang hier kein verschmutztes Wasser mehr drin haben. Das ist nicht gut. Aber Keime sind da drin ohne Ende, ne? Ja. Jede Menge. Ja, wie sieht's aus mit unserem... dem hier. Hier wird nichts gemacht, gar nichts, ne? Unerreichbare Baustelle, das ist mir schon klar. Ja, dann mach hier mal auf. Vielleicht geht's dann besser. Die lasse ich mal. Nee, das muss ich drin lassen, ne? So, jetzt kann hier jemand hin. Aber das gefällt mir nicht. Das mit dem Wasser gefällt mir nicht. Wo mache ich das denn hin? Hier unten sind es 38 Grad. Hier ist Schleim, das ist bestimmt. Ja, das dachte ich mir. Haben wir das hier nicht gebaut? Hier hätten wir 5 Kilo. Das ist viel. Aha. Okay. Warum rennt der hier immer wieder raus? Du hast doch einen Schutzanzug an. Warum liegt hier jetzt ein Schutzanzug rum? Weil hier kein Strom ist? Warum ist hier kein Strom? Wir haben nirgends Strom.
Stell den mal auf 100%, sonst macht das hier gar keinen Sinn. So, jetzt haben wir wieder Strom da unten. Vielleicht war das das Problem, weil hier kein Strom war. Das ist natürlich möglich. Warum liegt da ein Schutzanzug rum? Und hier oben fehlen Schutzanzüge. Das ja, es kann ja gar nicht sein, oder? Können die denn mit dem Schutzanzug hier da runter? Hätten sie gekonnt, ja, da drüber. Ja, Mist, ey. Wie viele laufen hier oben mit Schutzanzug rum? Zwei, ne? Okay. So, langsam müssen wir nämlich auch an die Oberfläche kommen. Ja. Er hat schon wieder keinen Strom, weil bestimmt Kabel kaputt. Hundertprozentig. Wäre es denn nicht schlauer, hier so runter zu gehen mit der Leiter bis dahin? Da müssten die nicht so kompliziert immer darüber gehen, aber ach, ich lasse das jetzt mal so. Okay. Wird denn jetzt gebaut? Nee. Warum ist das jetzt eine unerreichbare Baustelle? Das muss mir mal jemand erklären. Ich mache das mal weg und grabe das aus. Vielleicht geht das ja. Sollte es eigentlich. So, dann kommt hier noch eine Gaspumpe rein. So, jetzt aber, hä? Jetzt könnt ihr loslegen. Das waren die blöden Türen, ne? Eisenerz. Okay. Ach, du hast da hinten Eisenerz geholt hier. Super. Jetzt mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Nein, jetzt läuft hier Wasser rein. Nein, aber wollte ich doch verhindern. Kann ich das aufwischen, bitte? Bitte, bitte, lass mich das aufwischen. Zu viel Wasser. Oh, nee. Nee, das muss hier zuerst raus. Das Wasser muss hier raus. Und das machen wir am besten, indem wir, was weiß ich, hier so runtergehen. Und dann, ja, wir lassen es jetzt einfach mal dahin laufen. Und das bitte zuerst bauen. Jetzt geht das wieder los, ey. Das doofe, doofe Wasser. Nee, auf keinen Fall. Das machen wir mal nicht so schnell, ne? Hier sind wieder Ziegel. 6, ne? So. Ja, klar. Graben. 8. Und damit das nicht nochmal passiert, machen wir das jetzt so. Jetzt kommen die nämlich dahin. So. So. Hopp, hopp. Ich will hier keinen Dampf drin haben. So. Und dann jetzt wieder auf Auto stellen. Dann sollte das funktionieren. Hoffe ich.
Warte. Da kommt ihr da gar nicht mehr runter. Muss ich das so machen? So, wenn das dann zugeht, wird, ist das Wasser in... Also in der Theorie müsste das Wasser dann immer eliminiert werden. Alles, was dazwischen ist, da ist ja dann ein Vakuum. Und was tut ihr da? Wieso hat er den jetzt eingebaut? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den noch weggraben. Die sind so dumm. Jetzt habe ich das alles auf 6 gestellt, damit es nicht so schnell gemacht wird, damit da unten jemand eingesperrt wird. Und was machen die? Sie bauen ihn trotzdem ein. So, wenn ich das jetzt wegwischen, das kann ich wegwischen. Super, kann ich da was wegwischen? Oh, ich kann jetzt hier wegwischen. Hervorragend, dann machen wir das jetzt auch. Das ist zu viel? Das ist auch zu viel, okay, gut. So, wischen, Priorität 8. Das alles wegwischen. Und das hier von mir aus auch. Hoher Priorität wegwischen. So. Dann planen wir mal weiter. Und zwar bei Lüftung brauchen wir eine Gaspumpe. Die bauen wir aus. Tja. Tja, Eisenerz. Komm. Egal. Aber da ist richtig warm drin, ne? Dann nehmen wir mal eine isolierte Leitung. Die wir rüberbauen, dann brauchen wir noch Strom. Und zwar Leiterkabel aus, ja, was weiß du nicht. Kupfer oder Eisen? Wir nehmen Kobalt. So. Okay. So, jetzt wird hier gewischt. Jetzt wird aber richtig gewischt. Na, lass die ruhig mal wischen. Ja, das nimmt hier wahrscheinlich kein Ende, weil hier von rechts immer wieder was dazukommt, ne? Ja, das wird's wohl sein. Aber egal. Muss auch gemacht werden, ne? Hier. Wer ist das? Edda. Edda. Edda wischt. Aber wird es jetzt hier weniger? Das wird immer mehr. Das müssten wir auch mal verbrauchen. Wie mache ich das denn? Da kommt... Sind da Keime drin? Ja, so ein paar. Wo kommt denn das eigentlich her? Ach, das pumpe ich hier raus. Ja, natürlich. Das ist... nicht so gut. Ja, das pumpe ich ja hier raus, pumpe es hier rein zum Kühlen und dann wird es hier wieder weiter gepumpt. Okay, dann mache ich das mal jetzt anders. So, ich werde jetzt hier mal die zwei zerlegen. Ja, das war natürlich... Ich pumpe hier das Wasser raus. Das... macht hier so gar keinen Sinn. Oder? Dann die Pumpe ist schon wieder kaputt. Ach nee. So, sauberes Wasser haben wir hier, ne? Brauchen wir zum Forschen. Das bedeutet, was ist das hier denn? Rückwandobjekte. So. Ey, das ist echt dümmlich. Die haben schon wieder keinen Strom. Ja,
weil wir den Sauerstoff nicht schnell genug loswerden. Okay, kann man hier nochmal Anzug liefern? Da. Da. Wie viele Anzüge haben wir denn überhaupt noch hier rumliegen? Wo war das noch? Da. Also hier liegt keiner mehr. Hier liegt noch einer. Nee, nee. Atemschutzanzug aufräumen. Aufräumen, jetzt bring den nach oben. Da so hin. Da liegt auch einer. Mann. Warum? Machen wir den mal abkoppeln. So. Dann tue ich den aufräumen, dass der nach oben kommt. Und hier ist ja genug Platz. Oder? Ja, hier ist genug Platz. So, mach dir irgendwas Besseres aus den Mooreimern. Nicht wirklich. Warum haben die das? Körpertemperatur. Sind hier 30 Grad. Also eindeutig zu warm. Also die machen das hier nicht besser. Die müssten hier weg. Wo stelle ich die denn hin? Ja, das kann so nicht weitergehen. Die mache ich am besten mal da unten hin, ne? Hier so. So, dann zerlegen wir die. Brauchen wir die denn überhaupt noch? Stromkabel könnten wir auch ein paar zerlegen, ne? Und zwar das komplette. Den noch. Und dann bräuchten wir neue Kabel da unten, ne? Genau. Ja, alles klar. Super, vergessen Shift zu drücken. So. Ja, ich weiß, ich bin immer ein bisschen langsam, aber das liegt nur daran. Sag mal, ganz ehrlich, kann ich das nicht hier auch mit dem Leiterkabel machen? Das würde mich mal interessieren, ob die dann immer noch die Batterien aufladen. Würde mich echt interessieren. So, wie sieht's hier aus? Ist hier gewischt? Nein, hier ist noch nicht gewischt. Gewicht. Hier wird gewischt. Und wie hier gewischt wird. Sagenhaft. So, jetzt läuft das Wasser hier rein und sobald das zugeht, bupp, ist das Wasser weg. Aber nicht ganz, ne? Also. Wir müssen hier alles wegwischen. Das macht alles sonst keinen Sinn. Es muss alles weggewischt werden. Oh, jetzt kann ich das hier zumindest mal wegwischen, oder? Nee, da noch nicht. Aber das wird mit der Zeit. Das wird. Dann kann ich auch wischen. Das normale Wasser kann man hier aufwischen. Da so, da so, da so, da so. Okay. Wischen ohne Ende. Aber es geht jetzt hier um diesen Raum. Ne? Um den Wasserstoffraum. Vielleicht sollten wir den auch mal analysieren, ne? Wäre nicht die blödeste Idee. Ja, solange hier nicht alles aufgewischt ist, sehe ich da echt schwarz.
Unser Forscher kommt. Super. Tommy. Ja, super. Ach, machst du fein. Fein, Tommy. Ganz fein. Genau. Alles schön aufwischen. Und das verschmutzte Wasser kommt dann hier hin, ne? Sind hier unten Keime drin in dem sauberen Wasser? Nee, in dem sauberen Wasser sind keine Keime drin. Okay, das ist ja gut. So. Ist hier die Pumpe gebaut? Nein. Warum nicht? Weil ich sie noch nicht in Angriff genommen habe. So, da kommt hier die Pumpe hin. Vorläufig. Dann würde ich die wegmachen und dann kommt später die Pumpe dahin, oder? Geht das? Das wird gehen, aber naja. So. Bald fertig? Ja, gib Gummi. Du hast gleich keine Luft mehr im Anzug. So, theoretisch könnte ich doch jetzt schon mal wieder hier zumachen. Oder? Dann wische ich das noch weg. Oder, na, ich warte noch ein bisschen. Da ist ja noch verschmutzter Sauerstoff drin. Der sollte bitte nicht da drin bleiben. Ui, also du hast ja den Feierabend heute wirklich verdient. Also ganz, ganz, ganz ehrlich. So, wie sieht's denn jetzt aus? Okay, nächste Ruhephase in 41 Zyklen. Da könnten wir ja schon ein bisschen was an Wasserstoff gewinnen, ne? Könnten wir. Eieieiei. Edda, Respekt. Respekt. Respekt, Respekt. So, was willst du jetzt da drinne? Aufgenommen, verschmutztes Wasser. Aha. Okay. Ja, dann mach das. Wo bringst du das hin? Hier, ne? Oder? Wo bringt denn das hin? Hallo? Das hier kann ich doch auch alles zerlegen, oder? Das kann hier weg. Obwohl, nee, warte. Den würde ich noch stehen lassen. So. Strom. Kann auch weg. Komplett. Und so, aber hier so, ne? Hatte ich auch nicht verbessert. Das ist ja kein Wunder, dass hier immer die Kabel durchbrennen. Sonst noch irgendwo was? So, was ist jetzt, wenn ihr... Ach, die haben jetzt schon geschlafen. Okay, gut, dann kann ich das jetzt nicht mehr sehen. Aber okay. Ich nehme an, da ist wieder hier unten am Wischen. Ja, genau. Da brauche ich das doch. Nee, da unten. Da brauche ich jetzt nicht wischen. Da brauche ich überhaupt nirgends wischen. Ich wische hier und das war's dann. Was ist das? 6 Kilogramm. Okay, dann machen wir hier dicht. Dann machen wir jetzt hier noch nicht dicht. Ich wollte ja zuerst ja, die Fremdgase hier rausbekommen, ne? Aber wir könnten hier unten noch mal so ja, so einen Wasserstoffgenerator hinbauen. Oder? Irgendwo hier. Wo es sowieso warm ist. Also der würde doch eventuell... Ich baue den hier runter. So. Dann können wir nämlich hier gleich den Schwefel noch mit abbauen. So, ne? So.
Genau. Ruhig 4 hoch. Immer auch noch Schwefel. Ja. Den bauen wir auch noch ab. Oh, ist das Sand? Oh, das ist Sand. Den müssen wir natürlich auch ausgraben. Ist auch Sand. Okay, das bedeutet aber, wir brauchen hier Leitern, ne? Oder? Nee. Nee, keine Leitern. Hier kommen Ziegel hin. Genau. Ich mache jetzt Ziegel hin. Ich mache da Ziegel hin. Und den Rest können wir ausgraben. Abgraben, wollte ich sagen. Ausgraben. So, alles. So, ne? Genau. Kommt hier Wasserstoffgeneratorin und... Huch, da wurde ja gewischt. Da wurde schon gewischt. Gewicht. Gewicht. Gewischt. Aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Es sieht so aus, als wenn das nichts mehr wird. Und er ist schon kaputt. Wie ich das mache? Keine Ahnung. Vielleicht kann man die aus Keramik bauen oder so. Da kümmern wir uns beim nächsten Mal drüber. Drum. Sag ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen und tschüss.